So, ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie ich meine Schwimmgelegenheit, den Badeteich für die Enten sauber mache. Dazu brauche ich drei Hilfsmittel. Zum einen mal so einen normalen, handelsüblichen alten Schrubber. Dann habe ich mir gekauft einen zweiten Schrubber, der ist allerdings hier beweglich. Da ist ein Gelenk dran. Das ist, wenn man zu faul ist, sich zu bücken, kann man sich mit diesem Schrubber behelfen. Und als drittes ein Kescher, normaler Kescher. Ich habe jetzt hier so einen Poolkescher. Geht auch ein normaler Kescher. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie ich das Wasser wechsle. Als allererstes fische ich mal mit dem Kescher alle Federn, Grasstücke, Holzäste und so weiter raus, so dass ich dann im Abfluss keine Verstopfung habe. Ja, das war das erste. Jetzt nehme ich den normalen Schrubber, mache den nass und dann sieht man am Rand hier die Hinterlassenschaften der Enten. 3 Tage nicht sauber gemacht. Und jetzt sieht man überall schon hier die Hinterlassenschaften. Also Schrubber rein und die Hinterlassenschaften einfach hier reingekehrt. Schrubber. Ich muss leider mit einer Hand filmen, deswegen ist es ein schwierig. Aber ich muss euch nur mal zeigen, wie ich das mache. Einfach hier auf die trockene Kacke. Einfach hier rein ins Wasser. Der Rand fällt hier noch innen ins Wasser, so dass ich das relativ einfach habe, den Rand hier sauber zu machen. Ich mache das jetzt komplett sauber und dann melde ich mich wieder. So, der Rand ist jetzt hier top sauber. Jetzt habe ich ein Hilfsmittel, ein Holzstab mit einer Spackschraube vorne drin. Mit diesem Holzstab und der Spackschraube mache ich den Abfluss auf. Sieht so aus. Und schon läuft das Wasser weg. Jetzt nehme ich diesen beweglichen Schrubber und mache hier den Rand sauber. Innen drin. Der schmiegt sich an, weil er beweglich ist. Dann kann ich hier schön den Rand sauber machen. So, auch mal hier unten. Ja. Ich habe einen größeren Abfluss, nicht den normalen Haushaltsabfluss, sondern das ist ein Industrieabfluss. Der ist doppelt so groß, deswegen läuft es hier relativ schnell ab. So, warten wir mal einen Moment. Immer wieder mal den Schrubber nachkehren. So. Alles rum. Schön sauber machen den Rand. Dann sieht man jetzt schon langsam aber sicher, dass so. Zum Schluss wird etwas nachgeholfen noch, um die ganzen Dreckreste rauszubekommen. So mache ich jetzt meine Schwimmgelegenheit noch gar sauber. So. Wie gesagt, es läuft schön ab. Wir warten jetzt, bis das Wasser noch gar abgelaufen ist und dann melde ich mich wieder. So, das alte Wasser ist heraus. Ich lasse jetzt neues Wasser rein. Bitte zu bedenken, in so einer Schwimmgelegenheit gehen 250 Liter Wasser rein. Wenn man das zweimal die Woche wechselt, was man eigentlich machen sollte, verbrauchen wir in der Woche ca. 500 Liter Wasser. Das heißt, einen halben Kubikmeter Wasser nur für die Enten. Das kann natürlich extrem teuer werden. Deswegen
ist immer eine Quelle oder ein Bach oder eine Zisterne von Vorteil. Jetzt warten wir noch, bis das Wasser bzw. der Tank voll ist. Und dann schauen wir uns nochmal die Enten an, wie sie in dem frischen Wasser schwimmen. So, so, Wasser ist gewechselt, glasklar wieder. Ende, die erste Ente ist schon drin im Bad. Der Erbel natürlich wahrscheinlich wieder bei der Ente drin. Na klar, ja, kommt er wieder raus. Der wird auch gleich baden, schätze ich. Das war das Wechseln des Schwimmwassers meiner Volljähre.